Podcast of Chiemsee wurde 726 erstmals erwähnt. Dieser Richter Kecht hat diese Aufzeichnungen in Sams gemacht, hat über die Geschichte des Dorfes, Besiedelung, das alles gemacht, und aus dem Fundus stammt eigentlich der Großteil des Wissens, das wir über das Haus haben. Und darin ist eben erwähnt, dass 726 dieser Ort und dieser Platz, dieses Gebäude erstmals erwähnt wurde. Und man hat dort Zeitzeugen gefunden, im Haus römische Ziehbrunnen und vorm Haus römische Ziehbrunnen. Also die Bestätigung, dass irgendetwas von dem gewesen sein muss. Das erste Eingangstier liegt 2 Meter unter Niveau, ist ein romanischer Eingang. Aber der zentrale Teil von Keller auf bis in Parterre, sprich erster Stock mit Solder, ist sicher 1000 Jahre alt. Man hat das nachher untersucht und geschaut, und der hat gesagt, es ist mit Sicherheit einer der ältesten Teile vom Haus. Also das ist gar nicht so groß gewesen, der Urteil vom Haus, aber es ist noch immer wieder dazu erbaut geworden. Der Ursprung der Familie Hauers ist Spanien, und die Dokumentation, die älteste Dokumentation in Strängen, ist 1640. Und die haben nachher da drinnen gewohnt, und einer dieser Hauers ist 1726 nach Zams gekommen, ist ins Postgasthof Gemse, und da war die Familie Hammerl, und diese Familie Hammerl hat eine Tochter gehabt noch, und der hat nachher diese Tochter geheiratet, und somit ist das Postgasthof Gemse auf den Namen Hauers übertragen worden, wobei diese Familie Hammerle vorher sicher 300 Jahre auf dem Platz da war. Und das hat ja früher nicht Postgasthof Gemse geheißen, sondern im Mittelalter hat es Gams geheißen. G, A, M, H, S, B und S, die Gams. Und nachher in der nächsten Generation meines Vaters und Großvaters war es die Gemse mit E geschrieben. Und in meiner Generation ist es jetzt die Gemse mit E geschrieben. Also ist eigentlich so eine Eigenheit an dem Haus, das eigentlich schon sagt, dass es eine lange Periode durchgemacht hat. Es gibt zum Beispiel Unterlagen aus dem 18. Jahrhundert, wie das Haus ausgeschaut hat. Eine genaue Beschreibung von der Kuchel, da ist ein Spießgrill drin gewesen, ein offener Kamin, ein offener Herd war da. Im Gewölbe ist der Speck drin gekriegt, hinten drin in der Speis seien die Lebensmittel zur Aufbewahrung gewesen. Und im ersten Stock oben, das heutige Zimmer 6, war ein Hochzeitszimmer, war ein Festzimmer. Und die Zimmer, der Dachboden war für die Handwerksburschen und für die Reisenden. Die schönen Zimmer haben sie Kutschen, ich meine, Gäste sind gekommen mit den Kutschen und sind übernachtet, weil sie haben relativ viele Ross da gehabt, die haben bis zu 90 Ross da gehabt. Und da ist es schon ein zentraler Platz gewesen, und nachher ist es Poststation geworden. Und dadurch hat sich natürlich auch das Ganze im Haus entwickelt. Wie es der Ort abbrennt ist, 1911, im August, 11. August, ist im Nebengebäude vom Gemeindehaus hinten im Stadel der Brand ausgebrochen. Mein Opa war oben im Kreuzbillen, Haie, und hat angeschaut und hat gesehen, das Haus brennt. Und er ist angesprungen, weil er gewusst hat, der Papa ist in der Stube drin, das Popole. Der ist im Mai auf die Welt gekommen. Und nachher ist er reingesprungen, und nachher ist er einer ins Haus noch, ins brennende Haus rein, und hat den Papa rausgeholt. Und was noch mal erkannt war, der Kasten da, den haben sie ausgetan, den kann man zerlegen, und den haben sie ausgetan, und dann hat man die Teile nicht mehr gefunden, jeder halt hat etwas mitgenommen. Und nachher irgendwann einmal sind die ganzen Teile irgendwo wieder zusammengekommen. Und nachher war halt schwer beschädigt, und dann hat man jetzt flicken lassen, und das ist eigentlich noch so eine schöne Erinnerung an den Brand von 1911. Viele wertvolle Sachen vom Haus sind natürlich verloren gegangen. Das Haus war im Ersten Weltkrieg immer das Hauptquartier der besetzenden Macht. Im Zweiten Weltkrieg ebenfalls Hauptquartier der besetzenden Macht. Das waren die Amerikaner. Und da ist eigentlich relativ viel verloren gegangen. Die haben die Holzkasten zusammengekackt
und Parkettboden ausgebrochen und Bilder natürlich mitgenommen. Es waren sehr, sehr, heute sehr wertvolle Bilder da im Haus, die leider nicht mehr da sind, die als Kriegsbeute mitgegangen sind. Die Einschusslöcher in der Gaststube, das war eine Pendeluhr und da war Engele drauf, so schönes gemahlenes Engele. Und da haben sie im Ersten Weltkrieg von der Seite Speisesaal hergeschossen auf den Pendel von der Uhr. Und sie haben es geschafft, 3 Einschusslöcher zu machen bei dem Pendel. Aber sie werden sicher an die 1000 Schuss gemacht haben, um diesen Engel zu treffen. Weil die Streuwirkung der Kugeln, die ist sicherlich um die 4 Meter. Und wenn man das Getäfel weggetan hat, war in der Mauer regelrecht ein Loch drin, wo sie reingeschossen haben, wo sie gefeilt haben. Und also die restlichen Kugeln, die noch ganz waren, hat man nachher einen Rosenkranz gemacht. Und der Rosenkranz hängt am runden Tisch. Neben dem Totenkreuz, da ist ein Totenkreuz, das immer, wenn jemand gestorben ist im Dorf, hat man das Kreuz dahinter aufgehängt, dem Toten zur Ehre. Innerhalb von ganz kurzer Zeit, innerhalb von 3-4 Stunden, hat der Papa aus dem Haus müssen. Der Papa hat, seine Brüder waren im Krieg, der Josef, der Emil und der Kadel und der Onkel Luis, der war im Priesterseminar. Die haben eigentlich ganz eine harte Jugend gehabt. Die Mama ist früher gestorben, die ist mit 40 Jahren schon gestorben. Und dann war der Opa da. Und der älteste Bruder Josef, der hat studiert in Feldkirch. Wie der Josef 18 Jahre alt war, ist der Opa gestorben, haben sie weder Mama noch Papa gehabt. Und der jüngste Bruder war 12 Jahre alt. Und dann hat der Onkel Josef das Haus übernehmen müssen und hat die Brüder nachher miterzogen. Und hat das Haus nachher halt geführt. Und er hat es sehr, sehr gut geführt, weil wenn ich sehe, was der für Auszeichnungen gehabt hat und Aufzeichnungen gehabt hat, dann muss ich sagen, war ich schon stolz. Das Haus hat aber auch immer sich angepasst. Das war Landwirtschaft. Landwirtschaft war immer die Grundbasis. Und nachher war es ein Weinhandel, nachher war es eine Gärtnerei, dann war es eine Frechterei. Also mit dem Aufbau und mit den ganzen wirtschaftlichen Veränderungen hat sich auch ein Teil vom Haus geändert. Also die Gemse war immer konstant, das war immer die Zentrale, aber die anderen Dinge rundum, wonach ist Tankstelle entstanden und das hat sich eigentlich immer wirtschaftlich den Situationen angepasst. Ich habe das eigentlich übernommen von meinem Papa und habe das alte Haus da, ist eigentlich das geblieben, was es ähnlich wie es war. Nun alles erneuert, natürlich modernisiert, die Kuchel auf den Topstand gebracht und natürlich haben sich noch andere Dinge entwickelt. Das hat man die Pension gebaut, hat die Tankstelle gebaut, hat natürlich viele in eine andere Richtung und Landwirtschaft ausgebaut. Und heute muss ich sagen, man steht auf 3 Beinen oder auf 4 Beinen und die Pandemie zeigt eben, dass ein Bein einfach zu wenig gewesen war und dass das auch von meinem Papa her weise Entscheidungen waren. Ich wollte immer Koch werden, ich bin eigentlich im Stall aufgewachsen. Ich habe mit 6 Jahren schon melken können, habe aber den Kiebel nicht ausgetragen, habe 2 Mal auslernen müssen, dass sie den Kiebel ausgebracht haben. Und jetzt 6 Mal das erste Mal gesehen, wie ein Kalb auf die Welt kommt, habe immer noch einen Stoch gehabt bis dahin. Und das sind natürlich Sachen gewesen, ja, die einfach die Zeit und das Haus mit sich gebracht hat. Ich habe 10 Geschwister. Und jeder hilft jedem und jeder ist für jeden da und das ist ganz was Seltenes und das ist eigentlich etwas Befreiendes. Und wenn du in so einem Raum leben kannst, dann kannst du kreativ sein, innovativ sein, kannst du Dinge entwickeln. Ich bin nachher eigentlich mit 18 Jahren weg ins Ausland, da hat es noch EWG und EFTA gegeben. Und da waren die Grenzen in Europa, die Wirtschaftsgrenzen und bin nach Frankreich. Und haben nichts Französisch können und nichts. Das ist 70er Jahre gewesen. Und haben eigentlich, ja, man sagen, das Glück gehabt, die richtigen Menschen kennenzulernen. Den Paul Heverlin, 3 Sterne, Mitbegründer der Cuisine Nouvelle, Trois Grands, Lenota, nachher Marseille. Also, und ich habe nur in 3 Sternhäusern gearbeitet. Und dann sind die internationalen Ausstellungen gewesen. Und dann ist es eigentlich rund um die Kugel gegangen. Und das war eine Zeit mit großen Erfahrungen. Die größte Erkenntnis war natürlich auch die, dass
wir eigentlich in einem Land leben, das gewaltig ist. Also es ist ein Privileg, da leben zu dürfen.